Heute bei Promi Undercover Boss. Detlef die Soest. Seid ihr bereit? Als Tänzer, Juror, Choreograf und Coach kennt ihn in Deutschland jeder. Auf der Suche nach jungen Talenten wagt er ein einzigartiges Experiment und begibt sich auf eine Undercover-Reise durch die Republik. Hierzu verwandelt er sich in den Hobbytänzer Freddy. Ich fühle mich ganz ehrlich schon echt krass. Ich bin dick, ich habe Haare, ich habe einen Riesenbart, das hatte ich vorher nie. Aber es geht ja darum, dass ich nicht auffliege. Und wenn der Bart nicht abfliegt, fliege ich wahrscheinlich auch nicht auf. Aber auf gar keinen Fall! Also ich hätte ihn ja nicht mal ohne Maske erkannt. So ein dummes Gesicht geht bei Planet der Affen sonst nur mit ganz teurem CGI. Aber hier, bei Promi Undercover Brain, da schafft es Detlef Fantomas Soest als Freddy Fettmops, uns nur mit einem gehäuteten Pudel, einer struppigen Ziegenmuschi und der Brille von Andreas Scheuer derart aufs Glatteis zu führen, dass man seinen Augen nicht trauen möchte. Also so verblüffend wie faszinierend. Da sieht man halt, dass echte Profis am Werk waren. Entschuldigung, wer sind Sie bitte und was machen Sie in meiner Sendung? Ich möchte hier moderieren. Aufgepasst jetzt. Ich bin hier Praktikant, der Neue, und ich heiße Oliver Lars Freddy Kackloffe. Jawohl. Und ich möchte mal ein bisschen Medienluft schnuppern. Ach so, ja gut, also das hat mir mal wieder keiner gesagt, dass wir einen Praktikanten haben. Das ist echt typisch, ne? Ja, die werden was zu hören kriegen im Team, das kann man mir doch mal ganz kurz sagen. Ja, komm, hör auf jetzt, mach doch keinen Scheiß. Ich bin's doch, du. Moment mal, ja, jetzt sehe ich das und rieche es auch. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber reingelegt. Das bin ja wirklich ich. Aber ich habe mich echt nicht erkannt. Erst ganz am Ende, an meiner Stimme. Ja, aber ansonsten ist ja ein anderer Mensch. Wirklich, da kommt man auch nicht drauf. Ne? Ich meine, ich bin dick, ich habe Haare. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wirklich grandios, was diese professionellen Maskenbildner und Verkleidungskünstler heutzutage alles so hinbekommen, oder? Und wenn ich dann auch noch die Stimme so verstelle, dann erkennt mich wirklich gar keiner mehr, oder? Nein, niemand, niemand, definitiv. Also, wo ich das jetzt mal so hautnah erlebt habe, ja, da bin ich mir auch sicher, dass unser alter Glatzentänzer und Bodychange-Abkassierer Detlef die I Make You Sexy Soest in dieser Tarnung so wochenlang durchhalten kann. Wochenlang. Das glaube ich auch. Also das dauert ewig, bis da mal einer drauf kommt. Ich bin Manuela. Manuela, Freddy, freue mich sehr. Ja? Eine tolle Tochter hast du. Detlef, ich kann deine Stimme, ich habe deine Stimme erkannt. Scheiße. Nein, ist gar nicht so schlimm. Das ist so. Jetzt habe ich Schaschlik im Kopf gehabt. Sofort. Ich dachte so, okay, was machst du jetzt? Was sagst du jetzt? Was kannst du jetzt tun? Ich freue mich ganz arg. Ja, toll. Sie freut sich. Aber ich habe Schaschlik im Kopf. Döner im Schritt und Gulaschsuppe in der Hose. Ja? Mann, wie hat die das nur so schnell rausgekriegt? Ich war voll in meiner Rolle. Ich war zu 100% Detlef. Freddy. Ne? Ich war so into it. Die muss echt hell sehen können. Also vielleicht ist das ja auch eine Hexe oder Zauberin oder so. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Also, naja, also obwohl, wenn man mal darüber nachdenkt, ich sag mal, so viele dunkelhäutige deutsche Choreografen haben wir ja gar nicht, nicht? Und so ein unscheinbarer Praktikant, Ende 40, mit RTL-Kamerateam plus Catering-Koch und Personal Assistant am Hintern, ich meine, das ist dann doch vielleicht ein bisschen auffällig, oder? Ach was, Wurstsalat! Die 8 Leute, ja, die hat kaum einer bemerkt, die waren fast unsichtbar. Und die Aufkleber von Promi Undercover Boss, die waren ganz dezent, ne? Na gut, vielleicht hätte ich jetzt nicht gleich als erstes die Werbeflyer von meiner Tanzschule und den Abnehmvideos verteilen sollen. Okay, ja, aber so what? Ja, ist ja egal, nicht? Die Mutti hat sich trotzdem gefreut über deinen Besuch. Obwohl sie den prolligen Meister Propper mit dem Polonaise Pöter unter der billigen Scherzartikelverkleidung sofort erkannt hat, ist sie ganz freundlich geblieben, ne? Also. Ja, ich bin ja auch total nett. Und voll Fame. Der Freddy würde sich bestimmt auch freuen, mich mal kennenzulernen, ne? Hä? Übrigens, kennst du schon mein neues
I make you fat pig sexy Abnehmen- und Fitnessprogramm? Ich glaube, das wäre auch was für dich. Kriegst du 3% Rabatt bei Bauzahlung. Nee, danke. Ich brauche kein Waschbrettbauch. Ich habe eine ganze Waschmaschine. Nein, und außerdem ist mir der kleine Schamhaarschädel Freddy dann doch irgendwie sympathischer als der alte Sexy Maker Glotzen Diddy. Know what I mean? Okay, Schwabbelmänner. Aber was hältst du davon, wenn ich demnächst zusätzlich ein Change Your Face and Be Someone New Programm anbiete? Hä? So eine Art Verkleidungstraining für Film, Fernsehen und Geheimagenten. Lerne die perfekte Tarnung und nimm ab und werde sexy. Also ich glaube, ich gehe jetzt besser. Hey, hi Leute und Dicke. Ihr wollt einen coolen Everybody Wants to Fuck Buddy, aber eine Fresse, die keiner wiedererkennt? Dann come to me, Detlef die Maske Soest, der Mann mit der einen Glatze und den 1000 Gesichtern. Jetzt unter imakeyoulookscheissebutsexy.com. Prost, dein Soest. Voll verrückt. Ich kann nicht mehr in Rewe gehen. Ich kann mich in der Stadt nicht mehr bewegen. Na du Lack, spinnst du? Ey, Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Ja, hast du jetzt irgendeine Stange gekriegt? Ey, ich kann nicht laufen mehr. Ich kann nicht zu Douglas, ich kann nicht zu meinen Boutiquen, kann nichts. Ich kann nicht über die Zeit. Ich sag mal so. Hallo? Was? Ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Mach ich auch, gib mir das nicht. Oh, ja, hallo auch aus der Backstage-Küche des perfekten Popel-Dinners in der Dschungel-Edition, wo sich aufgewärmte Restpromis aufgewärmtes Essen in die Luke schieben und zum Nachtisch olle Kamellen aus der Unterwäsche werfen. Gerade werden wir übrigens Zeuge einer unter F-Promis ziemlich verbreiteten Egomanie-Erkrankung, der sogenannten alkoholinduzierten Selbstwahrnehmungsstarre. Bei Auftreten ist es den betroffenen Personen erstens unmöglich, über irgendetwas anderes zu reden als über sich selbst. Und zweitens kann sie zu spontanen, unerklärlichen Starrkrämpfen in der Öffentlichkeit führen, wodurch sich die Pseudoprominenz-Infizierten plötzlich nicht mehr bewegen können. Ja. Hier gerade hochemotional geschildert vom unterfränkischen Operationstestgelände, bekannt als Busenmacher-Witwe Tatjana Xell. Tragisch für uns und die restlichen Gäste am Tisch ist allerdings, dass diese mysteriöse Idiotenstarre offensichtlich den gesamten Körper der schwer ertragbaren Schlauchboot-Lippenschabracke in ihre Gewalt bringen konnte, nur leider nicht den Mund- und Rachenbereich. Ey, ich wollte ins Main-Taunus-Säule, wollte zur MCM, zu Guess und so weiter. Pass auf. Ich habe meinen Porsche gepackt und so weiter und wollte ich Mann, rein. Ey, ich stand allein in dem Aufzug. Ich gleich eine fette Porsche-Design-Brille aufgesetzt. So eine Brille. Guck mal, so eine Brille. Ey. Würde eigentlich bitte irgendjemand von meinem Essen mal kümmern. Leute, konnte mich nicht bewegen. Ich find's krass lecker. Ein was? Mein Eis hält es auch nicht aus. Ich verstehe auch. Ich konnte nicht. Sag mal, denkt ihr denn, ich erzähle euch einen Scheiß. Ich konnte nicht. Du bist geil. Keine Ahnung, ich habe nur Wasser getrunken dazu, ich weiß es nicht. Ja, manche Menschen können halt auch ohne Alkohol besoffen sein. Da gibt's gar nichts zu lachen. Wobei die grausige Geschichte von Titiana mich ja auch wirklich mitgenommen hat. Da parkt Busella Botox, also mit ihrem Markenkleinwagen, quer auf dem Behindertenparkplatz, um endlich mal wieder ein paar überteuerte Bumsfummelboutiquen zu besuchen und die lästige Kohle loszuwerden. Doch dann verfällt sie im Proletariatsbeförderungsmittel-Fahrstuhl. Mitten im schönsten Kaufrausch, aus reinem Respekt vor der eigenen Berühmt- und Bedeutsamkeit in einer Art Prominenzparalyse und mutiert zur lebenden Salzstange. Wow, also das nennt ich mal... Zu sicher, Kell. Wo bleibt mein Wasser? Ach so, Wasser, ja, gerne. Bitteschön, hier. Nein, hau ab,
Hamster mit so Fettfliesen. Nicht das Kinderwasser, das Wasser Gorbatschow für Erwachsene. Ach so, das gute Wodka-Wasser. Ja, das haben sie schon leer gemacht, fürchte ich. Also wir hatten da nur eine Kiste. Das ist. Ey, sag mal, spinnen Sie jetzt? Ist kein Russenwasser mehr? Ich dehydriere schon. Okay, dann nehme ich das rote Dunkelwasser. Ja, gern. Bitteschön. Genau. Ne? Aber den Korken nicht mitessen. Ey, das ist geil. Echt? Wasser ist geil. Das braucht der Körper. 3 bis 6 Liter mindestens am Tag. Egal welche Farbe. Das stimmt, ja. Ne? Versuchen Sie aber ruhig auch mal dieses neue antialkoholische Wasser. Sehr angesagt momentan. Gibt's auch von Porsche und Louis Vuitton. Ach. Was er nicht sagt, der Moppelmann. Noch ein kleiner Tipp, also so ganz unter uns. Nach so einer richtig amtlichen Organbewässerung, ja, vielleicht nicht unbedingt die Kamerateams von Vox und RTL so am Hintern kleben lassen. Ich meine, die freuen sich ja nur. Sag mal, bist du doof gegangen? Ohne Kamera stehst du gar nicht mal mehr auf. Ich bin Schlüssel des Poniment, ja? Ohne Kameras kann ich mich gar nicht bewegen, du Opfer. Ja? Ups, oh, ich spür, da ist er wieder, die Promi-Starre. Oh mein Gott, ich bin so berühmt. Ja, eigentlich schon fast traurig. Hm? Wenn es nicht so schweinelustig wäre.